Heute, was geht ab, Leute? Hier. Vom schlechtesten Koreaner letztens zu hoffentlich dem besten. Wir haben eine Mittagskarte und eine Abendkarte. Wir checken erstmal die Mittagskarte ab. Und ich hoffe auf sehr gutes Essen. Ich wurde in letzter Zeit sehr oft enttäuscht. Ich brauche wirklich dringend gutes Essen mal. Mit Genuss. Was richtig saftig ist. Düster. So, wir haben uns umgesetzt, Leute. Hier ist ein bisschen heller, direkt am Fenster. Besser für euch, besser fürs Licht und so, Ambiente. Das ist süß. So. Das an. Allein das Ei, Mann. Seht ihr den Unterschied zu dem schlechtesten Koreaner in München? Wobei, das hier kann man eigentlich weglassen. Die sind die schlechtesten. Shit, ich habe kein Getränk bestellt. Ich habe kein Ding. Nichts, um euch abzustellen. Ich habe eine Lösung gefunden. Ich zeige euch später, wo ich euch aufgestellt habe. Kuss geht los an Nico Way. Also Hong, Stativ. Digga, ich nehme es nicht immer mit. Ich vergesse es manchmal. Digga, das sieht echt heftig aus. Man. Also ich muss sagen, es sieht heftig aus, als es tatsächlich schmeckt. Ja, es schmeckt richtig schlecht. Und das Gute ist, es macht jetzt nicht so eine Sauerei wie andere. Ich muss sagen, ich mache das Brot nicht. Aber gut. Junge. Junge. So. Ja, Mann. Nicht am Reis gegeizt hier. Digga, selbst wenn man jetzt sich nicht mit koreanischen Essen auskennt, allein die Zutaten, seht ihr ja zum Beispiel den Unterschied, oder? Von der Qualität her. Das ist gut. Das ist lecker. Fleisch ist nicht so ganz so zart. Aber stabil. Mein Gott, ich habe kein Fleisch mehr. Gefällt ein bisschen mehr Fleisch. Wo sind meine Proteine? Da habe ich euch übrigens abgestellt. Das habe ich von da. Fleisch war ein bisschen zäh und ein bisschen wenig, aber dieses rohe Ei kommt krank, Digga. Also mit dem Ei, next level. Aber mit dem Ei, glänzt alles, hat alles richtig geilen Geschmack. Passt, alles klar. Soll ich mitnehmen? Ja, top. Es ist erschreckend, dass mich das nicht satt gemacht hat. Das ist gut, ich hab mir immer noch. Wir haben ja schon öfters diese Sandwiches probiert. Ich muss sagen, jedes Mal war zu wenig Fleisch drin. Aber hier. An der Menge des Fleisches kann ich mich nicht beschweren. So,
War lecker, ja, auf jeden Fall. Nicht der beste, nee, aber sehr, sehr lecker. Kleiner Verdauungsspaziergang. Das Kabarou. Da waren wir früher sehr oft, wo der neu aufgemacht hat. Da war der richtig im Hype. Jetzt muss ich eh nochmal irgendwann hin. Video real machen. Die Chefin dort übrigens sehr hübsch. Ja, und so sieht Oktoberfest aus, wenn da nichts ist, beziehungsweise abgebaut wird. Yo, Filler-Episode, Leute. Nach dem Koreaner. Heute ist Sonntag. Ich treffe mich jetzt mit einer Freundin ein bisschen spazieren, ein bisschen Kaffee trinken. Also ich brauche auch was zu essen. Ansonsten ist heute Community Day. Ich habe ein Ticket geschenkt bekommen, Kuss geht raus. Schauen wir mal, wie viel ich davon zocken kann, weil dadurch, dass wir jetzt so in der Früh unterwegs sind, muss ich danach ins Gym, anstatt dass ich zuerst im Gym war. Und das überschneidet sich dann mit dem Community Day, aber sollte machbar sein. Und ja, die letzte Folge Attack on Titan Shingeki no Kyojin ist draußen. Die schauen wir uns auch an. So. Das ist mein Frühstück, Leute. Wie in Asien. Kein Brot oder so. Einfach Nudelsuppe. So, kleiner Tapetenwechsel. Ich war mal hier im Gym. Wenn wir hier schon hier in der Nähe sind, anstatt dass ich heimfahre und dann von dort in mein Gym fahre. Zum Glück bin ich bei einer Kette und kann eigentlich überall, wo es das gibt. Sida hat angefangen, während ich im Gym war. Levelaufstiege, Glücksfreunde, Kuss geht raus. Ich habe jetzt keine Freunde mehr. Alle durch. Ich fahre jetzt Tram heim und dann fange ich auf ein paar Scheine und erfülle diese Feldforschung da. Yo, ich bin zu Hause. Ich habe nicht lange gespielt. Ich habe gegessen und jetzt schaue ich mir die letzte Folge Attack on Titan Shingeki no Kyojin an. Ich kenne natürlich schon das Ende vom Manga, aber natürlich geht trotzdem eine krasse Ära zu Ende. Vor 10 Jahren, erste Folge rausgekommen. Ich erinnere mich noch genau, wie die mich gepackt hat. Ja, ich habe ein paar Scheine gefangen. Ich glaube, 3 von jeder Sorte, aber ihr wisst, das kurbelt mein Adrenalin nicht mehr wirklich an. Ansonsten der Koreaner. Der war solide, der hatte ein paar gute Punkte, wie ziemlich viel Fleisch, dieses flüssige Ei, was extrem geil kam. Aber ich würde ihn nicht als den Besten in München ernennen. Er ist solide, man kann dort essen. Ich werde irgendwann mal die Abendkarte abchecken. Keine Enttäuschung wie der letzte Koreaner, aber ist jetzt auch keine Top-Empfehlung, wo ich sage, yo, das ist der beste Koreaner in München, Leute, den müsst ihr abchecken. Das war's von mir. Euer Feedback zu Attack on Titan unten in die Kommentare. Hat euch das Ende schockiert? Über Like, Subscribe, kommentieren, checkt die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr es bekommt, die Cashflow generieren, jeden Tag checken, Serious Business und ciao.